Sarah Wagenknecht war jüngst bei Hart aber fair zu Gast. Zusammen mit Mario Mettbrötchen Vogt und Philipp Türmer, irgendeinem komischen Juso-Typen, der mir auch sehr suspekt ist. Naja, aber schauen wir mal, was die drei dazu sagen haben. Wenn Sarah Wagenknecht in der öffentlich-rechtlichen Talkshow ist, dann kann es erfahrungsgemäß nur gut werden, weil sie eine alternative Sicht bietet, die sonst in den öffentlich-rechtlichen eher zu kurz kommt. Also die drei, die ihr hier seht, das sind die Journalisten, die nebenbei diese Talkshow kommentieren dürfen. Das hier ist Enissa Amani. Ich glaube, die ist eher woke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Robin Alexander von der Welt, also dieses Springer-Medium, also Welt gehört zum Springer-Konzern. Der Springer-Konzern gehört zum Großteil KKR, also einem amerikanischen Finanzinvestor. Und zweitgrößte Aktionäre sind Matthias Döpfner und Friede Springer. Also KKR, für die, die es nicht wissen, das ist so eine amerikanische Heuschrecke, die auch beispielsweise in Rüstungsfirmen investiert. Also welche Interessen Robin Alexander hier vertritt, dürfte auch relativ klar sein. Dazu hier noch Kola Hübsch, die ist Mitglied in der Ahmadiyya-Gemeinde. Das ist so eine muslimische Gemeinde und ja, die darf auch irgendwas sagen. Keine Ahnung, also von mir aus könnte man diese drei Journalisten hier irgendwelche Kommentare abgeben, auch weglassen. Ich würde sagen, ich werde sie an den meisten Stellen auch überspringen, nur dass ihr wisst, wer hier so am Rand sitzt und Kommentare abgibt. Umfragen gar nicht so schlecht da. Frau Wagenknecht, ich habe ja den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auch nach Ihnen gefragt und gefragt, ob er sich eine Kooperation oder sogar vielleicht eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht vorstellen könnte. In Thüringen kann das ja ganz akut werden zum Beispiel. Er ist zumindest, als ich ihn das gefragt habe, nicht aufgestanden und weggerannt. Hat Sie das gewundert? Also Länder sind Länder, da wird man sicherlich reden. Ich muss sagen, so wie sich die CDU bundesweit aufstellt, es ist ja schon bemerkenswert. Also die Ampel ist sicherlich die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik jemals hatte. Und die große Mehrheit, das zeigen ja auch Umfragen, wünscht sich, dass diese Regierung aufhört. Und trotzdem, weil sie einfach dieses Land planlos führt, weil sie völlig zerstritten ist, weil sie einfach die Probleme verstärkt, statt sie zu lösen. Und in der Situation hat es die CDU jetzt gerade mal auf einen Wert von 30% geschafft. Weil natürlich tatsächlich Herr Merz ist die Inkarnation dessen, dass es sogar noch schlimmer gehen kann als die Ampel. Also wenn Herr Merz mit den Grünen zusammengeht, das wäre dann der Worst Case. Also noch mehr Aufrüstung, noch mehr Rentenkürzungen, noch mehr Waffen in Kriegsgebiete und gleichzeitig grüne Gängelungswut. Also das wäre sozusagen noch der schlechtere Fall. Und das ist natürlich ein Problem, weil bisher ist hauptsächlich die AfD der Profiteur, weil die Menschen sagen, sie wollen protestieren gegen die Ampelpolitik, aber Merz steht eigentlich nicht für eine wirklich andere Politik. Und das macht unser Land mit Sicherheit nicht besser und nicht erfolgreicher, so eine Alternative zu haben. Das ist ja einer der Gründe, warum wir angetreten sind. Das Interessante ist ja, dass Sie in einem ähnlichen Lager fischen wollen. Sie haben Ihre eigene Partei gegründet und die auch als linkskonservativ gelabelt. Wollen Sie, Herrn Merz, im konservativen Lager ernsthaft Konkurrenz machen? Naja, die Frage ist ja, was ist konservativ? Und ich denke, der Klassiker oder der Vordenker des Konservatismus, das ist ja Edmund Burke, der hat ja mal Konservatismus als die Weisheit in den Traditionen beschrieben. Und die Frage ist eben, welche Traditionen sind wertvoll, welche Traditionen sind erhaltenswert und welche sind muffig und abgelegt. Und ich finde, die CDU hat ein besonderes Talent, das hervorzuholen oder zu betonen, was eigentlich nicht besonders zukunftsträchtig ist und sich von dem abzugrenzen, was wir brauchen. Also zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Also natürlich kann man sagen, es sind konservative Tugenden, dass man fleißig ist, dass man sich anstrengt, auch Disziplin und solche Dinge. Ja, aber dass solche Werte überhaupt eine Lebenschance in einer Gesellschaft haben, das setzt voraus, dass man mit ehrlicher und fleißiger Arbeit auch zu Wohlstand kommen kann. Genau dieser Aufstiegsmotor, den gibt es in unserer Gesellschaft kaum noch. Wer aus armen Verhältnissen kommt, der hat heute kaum noch eine Chance, selbst wenn er sich anstrengt, selbst wenn er ganz viel arbeitet, wirklich zu einem soliden Wohlstand zu kommen. Und das ist ein Thema, was die CDU nicht interessiert, weil da müssen wir über Mindestlohne reden. Da müssen wir über Sozialstaat reden.
über Tarifbindung reden. Und das wollen Sie alles CDU, nicht. Nämlich Mario Vogt ist ja bei uns. Vogt, Sie leiten auch die Grundsatzprogrammkommission der CDU. Das heißt, Sie sind zumindest an entschiedener Stelle dabei, wenn es um die inhaltliche Ausrichtung, die neue Ausrichtung dieser Partei geht. Der Generalsekretär Carsten Lindemann hat ja in der Doku, die wir eben gesehen haben, gesagt, die CDU sei entkernt gewesen und bräuchte eine neue Erzählung. Haben Sie diese neue Erzählung mittlerweile gefunden? Ja, unser Grundsatzprogramm ist die neue Erzählung und ich finde das schon in gewisser Weise amüsant. Ich meine, das funktioniert im Juso-Basiscamp vielleicht, diese Selbstbeschwörung, aber wenn die Kanzlerpartei mittlerweile halb so stark ist wie die CDU, dann zeigt das ziemlich präzise, was die Menschen davon denken. Und die CDU ist zurück. Wir sind, ja, Wagenknecht hat es gerade richtig gesagt. Die CDU ist zurück und sie wird 2025 wahrscheinlich zusammen mit den Grünen regieren. Also nichts wird besser werden mit der CDU. Und wenn es mit den Grünen gibt es eben eine schwarz-rot-grüne Koalition, also zusammen mit der SPD noch. Also wer wirklich glaubt, damit würden wir beispielsweise eine friedensfördernde Außenpolitik machen oder dadurch würden wir endlich was zum Erhalt unserer für den Erhalt unserer Industrie tun. Das finde ich doch sehr, sehr naiv. Ich als Mannschaft breit aufgestellt. Sie haben gerade Markus Söder interviewt. Wir diskutieren gerade über Friedrich Merz. Das zeigt doch die ganze Breite einer Partei. Und worum es uns geht, ist in diesen schwierigen Zeiten, wo viele Menschen das Gefühl haben, überfordert zu sein. Die Ampel schleudert sie einmal durch. Die will ihnen erzählen, wie sie zu heizen haben. Die will ihnen erzählen, wie sie sich fortzubewegen haben. Da gibt es kein Leistungsversprechen mehr. Das Bürgergeld innerhalb von 2 Jahren um 25% gesteigert. Da haben viele Menschen, die fleißig sind in diesem Land, das Gefühl, dass sie die Melkkuh sind für eine Politik, die nicht mehr die Mitte der Gesellschaft abbildet. Das ist die Erzählung. Nein, die Erzählung ist, dass wir ein positives Weltbild haben und sagen... Klang alles sehr negativ. Nee, ich muss ja zumindest mal darauf reagieren können, was hier an Vorwürfen war. Aber die positive Erzählung ist natürlich, dass wir die Menschen mit einem Freiheitsversprechen, du kannst deinen eigenen Dingen nachstreben, wir setzen als Politik einen Rahmen, wir gewähren dir Sicherheiten, aber wir erwarten von dir auch, dass du dich einbringst in diese Gesellschaft. Eine ganz positive Erzählung haben die nach vorne gerichtet ist. In vielen Einzelfragen, Migration, in der Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, die Union nach 17 Jahren schreibt jetzt ein Grundsatzprogramm, beschließen wir nächste Woche. Und wir merken das ja auch im Zuspruch. Wir sind die einzig bürgerlich-konservative Partei in Europa, die über 30% ist. Das gibt es sonst nirgends. Und das zeigt die CDU zurück. Die CDU ist zurück, sagt Mario Vogt. Und die neue Erzählung soll das neue Grundsatzprogramm sein. Ich habe mit Markus Söder ja eben auch über den Islam gesprochen. Und die CDU ringt da so ein bisschen um die eigene Position. Wir können uns das mal angucken, denn es gab in den letzten Wochen auch ziemlich Aufregung um einen Satz in diesem neuen Grundsatzprogramm. CDU-Debatte über Islam ist noch nicht zu Ende. Politik der Vorurteile, Pauschalverdacht gegenüber Muslimen. Aber Moment mal, was ist da überhaupt passiert? Die CDU arbeitet seit 2022 an einem neuen Grundsatzprogramm. Zum Islam heißt es in einer ersten Fassung, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Dafür gibt's Kritik, innerhalb der Union und auch von Islamverbänden. Sie werfen der CDU vor, am rechten Rand fischen zu wollen. Sie finden, solche Diskussionen seien ausgrenzend und erschwerten die Identifikation von Muslimen mit Deutschland. Im Grundsatzprogramm soll es jetzt heißen, Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Ich finde ja, dass die CDU eine Partei ist, die unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt. Die CDU war es, die uns die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben hat. Die CDU war es, die während der Corona-Krise die Grundrechte eingeschränkt hat und die auch aktuell, zumindest in den Bundesländern, wo sie an der Macht ist, massivst ins Demonstrationsrecht eingreift. Also wenn eine Partei unsere Werte, wenn man mit unsere Werte jetzt mal das Grundgesetz nimmt, nicht teilt, dann ist das die CDU. Also das wäre hier meine Auffassung zu. Also die relevanten Verfassungsfeinde, die wir in unserem Land haben, die... ja, sind nicht in irgendwelchen muslimischen Gemeinden zu finden, sondern die sitzen im Stuhl von Ministerpräsidenten und Kanzlern. Also ja, also wie gesagt, damit will ich jetzt nicht irgendwelche Integrationsprobleme oder so kleinreden, aber wenn wir hier über Werte und Verwirklichung des Grundgesetzes reden, dann sollten wir erstmal die ganzen Verbrecher, die hier gerade an der Macht sind, dann sollten wir erstmal über die reden und nicht hier solche Schwachsinnsdebatten aufzumachen. Also eine Partei wie die CDU, die Grundrechte einschränkt, die Meinungsfreiheit einschränkt, die solche irrsinnigen Regeln wie die Schuldenbremse in unsere Verfassung schreibt und damit das Haushaltsrecht des Parlaments ausschaltet,
Also die teilt meine Werte definitiv nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Und die hat mir auch nicht vorzuschreiben, welche Werte ich zu teilen habe oder nicht. Frau Hübsch, dieser Satz, der da jetzt steht, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt. Okay, das können wir jetzt überspringen, wie gesagt. Ich habe keine Lust auf eine Islamdebatte. Erst recht nicht. Also Kola Hübsch, die ist eine sehr liberale aus der Ahmadiyya-Gemeinde. Wie repräsentativ das für die Muslime hier in Deutschland ist, das sei da mal dahingestellt. Also da gibt es ja auch durchaus Kritik. Wir wollen Sarah Wagenknecht sehen. Wir wollen nicht Wagenknecht. Die beiden überspringen wir mal. Wenn ein Muslim zur Moschee geht, wenn er betet, wenn er fastet, wenn er gut zu seinem Nachbarn ist, sich für das Gemeinwohl einsetzt, sich ehrenamtlich engagiert, dann befolgt er die Scharia. Das heißt, wir müssten klar machen, was ist aber der Unterschied. Staat und Religion in Deutschland. Ja, und die Scharia selber, das ist großer Konsens in der islamischen Welt, die Scharia selber sagt, diejenigen Menschen, die, also Muslime müssen sich an die Gesetze des jeweiligen Landes, in dem sie leben, halten. Seht ihr, also ich weiß nicht, was in der Scharia steht. Ich habe von islamischer Theologie wirklich keine Ahnung. Ich kenne mich ein bisschen, also auch nur ein bisschen, jetzt super viel mit der Geschichte der islamischen Welt aus, aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Deswegen habe ich keine Lust auf so eine Debatte, weil ich da, wie gesagt, da würde ich auch nur zuschauen und überlegen, stimmt das nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist Bestandteil der Scharia. Das heißt, diese Konstruktion, die in der Politik gerne aufgemacht wird, es gäbe einen Widerspruch zwischen Scharia und Staat, das ist eine Fantasie. Ja, aber gibt es bei Extremisten? Extremisten sehen das so, aber es ist nicht die Mehrheit der Muslime, die das glaube, so sieht. Ich glaube, dass Sie mit den Thesen auch vielen Moslems, die in Deutschland leben, gut integriert sind und auch völlig zu unserer Gesellschaft beitragen, dass Sie denen keinen Gefallen tun. Weil wir haben natürlich nicht nur bei 0,6%, sondern schon in wesentlich größerem Umfang ein Problem mit gescheiterter Integration. Und ich finde, wir sollten das nicht wegreden. Also in dem einen Punkt muss ich sagen, teile ich das, was da auch im Programm steht. Weil es gab jetzt gerade, ist gerade veröffentlicht worden, eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Die haben junge Menschen befragt, 15-Jährige, die in Deutschland leben, wahrscheinlich überwiegend hier geboren sind, 300 muslimische Jugendliche. Und da war eine Frage, wie sie zum Beispiel dazu stehen, zum Verhältnis der Gesetze des Koran und den deutschen Gesetzen. Und ich fand die Ergebnisse erschreckend. 2/3 haben gesagt, dass sie die Gesetze des Korans für wichtiger halten und übergeordnet den deutschen Gesetzen. Und knapp die Hälfte hat gesagt, dass sie sich mehr einen, ihre Mutter einen, oder die Bundeskanzlerin. Naja, jetzt weiß ich, also nur die paar Sekunden gesehen, jetzt weiß ich schon, warum sie so kritisiert wird. Ich meine, ich habe ja auf Twitter ganz viele Leute sauer auf sie waren, aber das ist jetzt wirklich ein vollkommen beschissener Vergleich. Wenn du in einem Staat lebst, der Trennung von Staat und Religion hochhält, dann kannst du nicht sagen, ich befolge die Regeln der Religion eher. Dann begibst du dich, zumindest wenn diese Regeln, wenn du die Religion so auslegst, dass sie konträr zu den staatlichen Regeln geht, sehr schnell in Feindschaft zu diesem Staat. Und das geht einfach nicht. Gesetze geht, finde ich, man schon muss sich an Gesetze Problem. Halten. Wenn es um Gesetze geht, erwarte ich schon, dass man die deutschen Gesetze achtet. Und es ist, denke ich, ein Problem, das würde ich schon hier differenzieren, ob man sich als Teil unserer Gesellschaft versteht oder ob die Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft quasi identitätsstiftend ist. Und das Letztere ist gescheiterte Integration. Und das ist ein Problem in Deutschland. Wir müssen vielleicht für die Einordnung für die Zuschauer noch mal sagen, dass die Organisatoren der Demonstration gestern in Hamburg aus dem Umfeld einer Gruppierung kommt, die vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft wird. Herr Alexander, die Innenministerin. Ja, der Verfassungsschutz wird vom Innenministerium kontrolliert. Das ist eine weisungsgebundene Behörde. Das heißt, wenn der Verfassungsschutz irgendwas sagt, glaubt dem kein Wort. Also wer den Verfassungsschutz als seriöse Quelle heranzieht, zeigt, dass er auf Seiten der Regierung steht. Das kann ich hier nur ganz grundsätzlich sagen. Unabhängig jetzt von dem konkreten Fall, der ist hier relativ irrelevant. Findet es fast unerträglich, dass man so etwas auf der Straße sieht. Sie sagt, es ist schwer erträglich. Müssen wir solche Demos als liberale Gesellschaft aushalten? Nein, weil wenn man das Material gesehen hat, das ja aufgezeichnet wurde, wurde da ein Herrschaftsanspruch gestellt. Jawohl. Da wurde ja gesagt, wenn sich das hier dreht, dann werden die jetzt sich den Islam kritisieren, die Medien und die Politiker, also da wurde richtig gedroht. Und ich glaube auch, sie sollten das nicht verteidigen. Wissen Sie, das ist wie
Pegida in Dresden, nur auf Islamisch. Das sind genau. Leute, ich das ist eine kleine... Pegida wollte ein Kalifat ausrufen, das ist ja jetzt wirklich irre. Also wie Robin Alexander auf den Vergleich kommt, weiß ich nicht. Also... Sie können das noch deutlicher sagen, ja, weil, ja. Ich verstehe, dass Sie... Da nämlich auch eine Parallele zwischen Rechtspopulismus und dem und den Forderungen, die religiöse Extremisten stellen. Die haben eine große gemeinsame Linie. Zum Beispiel ist ja gestern gesagt worden, also da spricht man von der Lügenpresse, da spricht man davon, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Das Problem ist nur, dass das ja... Das sind Tatsachen. Also ich habe, wie gesagt, nur ein paar, Aussagen von Kula Hübschi. Ich verstehe immer mehr, warum sie so kritisiert wird. Also sie zieht jetzt hier Parallelen zwischen radikalen Islamisten und Rechtspopulisten, wie sie sie nennt, worunter alle subsumiert werden, die irgendwie mal was Kritisches zum Mainstream gesagt haben. Und als ein Narrativ, was diese Gruppen kennzeichnet, macht sie aus, dass sie besorgt um die Meinungsfreiheit sein. Also um die Meinungsfreiheit sollte jeder gute Demokrat besorgt sein. Wir sehen gerade, wie Leute in diesem Land mit Betätigungsverboten belegt werden, die sich kritisch zum Nahostkonflikt äußern. Wir sehen gerade, wie Demonstrationen en masse verboten werden. Wir sehen, wie der Verfassungsschutz auf kritische Beamte angesetzt wird. Wir sehen, wie Oppositionelle verfolgt werden. Das sind doch alles keine Dinge, die man feiern sollte oder wo man sagen sollte, ach, die Meinungsfreiheit läuft schon alles gut. Nee, ganz im Gegenteil. Es läuft ganz und gar nicht gut. Und wenn man das kritisiert, dann ist man weder Islamist noch Rechtspopulist. Das ist kein... Narrativ irgendwelcher extremistischen Gruppen, sondern das ist eine Sorge, die sollte jeder Demokrat haben, gerade in der aktuellen Situation. Themen sind, die auch in der Gesamtbevölkerung eine Rolle spielen. Wir überlassen sie nur den falschen Kräften. Ich wollte Ihnen Beispiele über sie geben, wenn ich die Gelegenheit ja, dann sagen. Nein, und auch, und das ist doch ein wirklich differenziertes Problem. Zum Beispiel, was Frau Wagenknecht sagt, dass man in einer Umfrage Muslimen abverlangen muss, dass sie sagen, dass die Gesetze sind mir näher als der Koran. Ich kenne auch gläubige Katholiken, die damit ein Problem hätten. Nicht mehr so viele, aber auch in unserer Bibel steht, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das ist dünnes Eis. Das ist kein Widerspruch, das sind zwei völlig verschiedene Ebenen. Ich möchte Ihnen helfen. Brauchen Sie nicht, ich kann für mich selbst sprechen. Aber er hat mich doch jetzt gefragt. Nein, und das Interessante ist doch, warum wird dieses Thema gerade von der CDU bearbeitet? Das könnte doch die SPD oder die Grünen oder sonst wen genauso angehen. Und das ist wirklich interessant, weil die CDU eine Geschichte hat, sich einen Kopf zu machen, diesen Islam in Deutschland zu integrieren. Das war mal ein Innenminister Wolfgang Schäuble, der eine Islamkonferenz gegründet hat. Also der überlegt hat, wie können wir als Regierung die Muslime so behandeln, als wären sie eine Kirche, obwohl sie keine sind. Jetzt hat das nicht geklappt, der Plan ist sozusagen gescheitert, aber es war immerhin ein Plan. Und das ist das Interessante, dass zum Beispiel jetzt die Ampel, die ja immer so Multikulti tut, die haben absolut keine Vorstellung, was sie machen sollen. Der ganze Ampel-Koalitionsvertrag, dann Vielfalt, das sind immer so Worte, aber die wissen eigentlich nicht, was sie wollen. Und dass die CDU damit ringt, und die haben ja jetzt eine Sitzung gemacht bis spät in die Nacht, da haben sie gesagt, es gibt nicht den Islam, es gibt nur einen Islam, also es gibt mehrere, also die geben sich wirklich, vielleicht manchmal ein bisschen tapsig, aber sie geben sich Mühe, weil sie stehen ja unter Druck von zwei Seiten. Es gibt die Leute wie Sie, die sagen, ihr wollt uns diskriminieren, aber es gibt auch Leute wie Seran Atesh, die sagen, ich als Muslime bin unter Druck, warum helft ihr mir nicht? Also es gibt eine ganz diffuse Gemengelage in dieser Gesellschaft. Und dass die CDU das so angeht, ist eigentlich aller Ehren wert. Und die anderen sollten sich auch im Kopf machen. Herr Thümer, die CDU macht's tapsig, sagt Herr Alexander. Und die SPD bzw. die Ampelparteien haben überhaupt gar keinen Plan. Stimmt das? Das sehe ich nicht so. Ich finde, wir müssen als Deutschland eine Integrationsgesellschaft werden. Das ist ganz wichtig. Und da möchte ich noch mal zu der Ausgangsfrage kurz zurückkommen. Und dazu gehört ganz sicher, dass alle politischen Kräfte des demokratischen Spektrums es schaffen, klar zu benennen, natürlich gehört der Islam zu Deutschland, natürlich gehören Muslime zu Deutschland. Ich selbst komme auch. Schon wieder diese Debatte, die zumeist semantisch geführt wird. Ja, die Muslime, die hier leben, gehören natürlich zu Deutschland. Aber Staat und Religion sind getrennt. Und diejenigen, die jetzt sagen, nein, die gehören nicht zu Deutschland, die argumentieren meistens aus einem liberalen Standpunkt und sagen, ja, Staat und Religion sollten getrennt sein. Die sagen, der Islam gehört zu Deutschland, sagen, ja, hier leben doch Millionen Muslime. Also es ist meistens eine semantische Debatte. Man diskutiert jetzt man diskutiert über nichts Inhaltliches, sondern nur, welches Faktum nimmt man jetzt, um ja letztlich diesen einen Satz, diese eine Parole hochhalten zu können und das ist oder widerlegen zu können. Und das ist keine vernünftige Form der Debatte, also meiner Meinung nach.
aus Offenbach. Wir haben 66%. Also nehmt euch in Acht vor solchen woken Kulturkämpfern, die euch erzählen wollen, der Islam gehöre zu Deutschland, und genauso für irgendwelchen konservativen Kulturkämpfern, die euch das Gegenteil erzählen. Also die Debatte ist meistens tatsächlich so simpel, wie ich es gerade aufgezeichnet habe. Migrationshintergrund, davon ganz viele aus muslimischen Ländern. Ohne die wären wir ein langsames, langweiliges kleines Dörfchen. Mit ihnen sind wir eine lebendige Großstadt. Also diese Realität muss man erstmal anerkennen. Und ich halte das wirklich für wichtig und auch nicht, dass man so ein Bild zeichnet, dass das alles gescheitert wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Auf breiter Linie gelingt Integration. Wir haben hervorragende Beispiele, wo Ausländer machen ungefähr 14% der deutschen Bevölkerung aus und begehen über 40% der Straftaten. Also, dass die Integration komplett gelungen wäre, kann man Zahlen, glaube ich, auch nicht behaupten. Integration gelingt, und die muss man auch mal in den Vordergrund stellen. Und wenn man sich dann so eine Haltung zu eigen macht und so rumdruckst, wenn es darum geht, ob der Islam zu Deutschland gehört, na dann treibt man im Zweifel junge Muslime in die Arme der Falschen, weil die denen dann vermitteln, wie so die in Hamburg, da demonstriert, die haben vorher das CDU nein. Grundsatzprogramm gelegt. Aber da bin ich ganz klar, man treibt solchen islamistischen Menschenfängern wie denen in Hamburg die Leute in die Arme, wenn man jungen Muslimen nicht den Eindruck vermittelt, natürlich gehört ihr zu dieser Gesellschaft. Na, ganz klar. Nein, davon bin ich überzeugt. Und das heißt, und das möchte ich ganz kurz sagen, das heißt nicht, im Chat kommt gerade die Kritik, eigentlich sollte man nicht alles, was vom VS kommt, als Unsinn titulieren. Ich hatte gerade gesagt zum Verfassen, mein Problem ist jetzt nicht, ob er in dieser Detailfrage hier recht hat oder nicht recht hat. Mein Problem ist, dass der Moderator Luis Klamroth hier so tut, als wäre das eine neutrale Quelle. Also als könne der Verfassungsschutz wirklich bewerten, ob etwas extremistisch sei oder nicht. Das macht der Verfassungsschutz nicht. Der Verfassungsschutz guckt, ob etwas regierungskritisch ist oder nicht. Und wenn es zu regierungskritisch ist, dann haut er da ein Label extremistisch drauf. Ob dann linksextrem, rechtsextrem, islamistisch, das macht er dann je nachdem, wie es ihm gerade passt. Aber das ist keine seriöse Quelle, selbst wenn er in einzelnen Fällen recht haben sollte. Also auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag falsch. Deswegen würde niemand sagen, hey, hört auf diese Uhr, wenn es nach der Uhrzeit geht. Dass man natürlich gegen jede Form des religiösen Fundamentalismus, der einen politischen Anspruch erhebt, natürlich muss man dagegen klare Kante zeigen. Keine Frage. So. Deswegen fordern wir zum Beispiel als Jusos auch, dass wir dieses islamische Zentrum in Hamburg, was eine Außenstelle nur der Mullahs aus dem Iran ist, dass man das natürlich verbietet. Das gehört dazu. Aber im ersten Schritt müssen wir es auch schaffen, klar zu sagen, natürlich gehören der Islam, natürlich gehören Muslime zu Deutschland, und dann kommt alles Weitere. Punkt verstanden. Frau Mann. In Hamburg waren. Den Satz der sich ist in einigen das Band. Das ist eine Einladung für all diejenigen, die nach Deutschland kommen, auch als Maßstab, was hier gilt. Das ist nicht nur Verfassungspatriotismus, das sind auch unsere Kultur, unsere Traditionen, die Werte. Also Werte und Prinzipien, ohne die kann ein Staat nicht leben. Das setzt übrigens auch voraus, ich bin ganz bei Ihnen, dass man da in einer offenen Debatte sein muss. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, ich lasse mir von einer Partei wie der CDU, die unsere Werte verachtet, wenn man das, was im Grundgesetz steht, als unsere Werte nimmt, nicht sagen, was man sagen soll. Und auch von einer Enissa Amani nicht. Also, ihr merkt schon, ich lehne diese Institutionen, die uns hier irgendwelche Werte aufzwingen wollen, ab. Deswegen lasse ich mir so ein Wertegefase hier auch gar nicht, deswegen hören wir uns das auch gar nicht an, sondern überspringen es einfach. Und wir wollen nur über beides sprechen. Und Leitkultur bedeutet etwas Einladendes, aber eben auch was Forderndes. Und das Fordern. Oft das Gefühl, die Diskussionskettenrennen. Eben angesprochen, die Leitkultur. Parallelgesellschaften sind. Oder betreibt. Aber Alexander hat doch gerade erklärt, dass führen. Und damit spalten sie die Gesellschaft mehr, als dass sie spaltet. Das ist die enorme Ungleichheit, das sind die sozialen Probleme, das haben wir gerade in der letzten Woche gesehen, da kam eine Jugendstudie raus, und in dieser Jugendstudie wurde eindeutig gezeigt, das, was junge Menschen in die Arme der Rechten treibt, sind Reallohnverluste wegen der hohen Inflation, das ist, weil sie keine günstigen Wohnungen mehr finden. Gehen wir mal das sind zwei sehr, sehr gute Punkte. Gehen wir mal die Punkte durch. Wir haben jetzt hier einiges übersprungen, deswegen ist das vielleicht etwas durcheinander hier in der Reaktion, aber egal. Gehen wir mal die Punkte durch, warum werden die Philipp Türmer ja aufzählen. Hört sich ja durchaus realistisch an. Also Reallohnverluste, woher kommen die? Vom Wirtschaftskrieg gegen Russland. Deswegen sind die Rohstoffpreise ja so explodiert. Also wenn ihr wollt, dass die Preise wieder sinken, beendet den Wirtschaftskrieg gegen Russland.
macht Nord Stream wieder auf, holt billiges Erdgas wieder nach Deutschland und Reallohnverluste, ja, ließen sich so ganz einfach vermeiden. Dann, dass es keinen billigen Wohnraum mehr gibt. Das ist richtig. Was bräuchte es da? Massiven staatlichen Wohnungsbau oder massiven privaten Wohnungsbau, auf jeden Fall Wohnungsbau. Was passiert aber? Der Wohnungsbau bricht massivst ein. Also die Neuanträge auf zu bauende Wohnungen sind um ungefähr ein Drittel eingebrochen, von ungefähr 30.000 im Monat auf rund 20.000 im Monat. Woher kommt das? Von den Zinserhöhungen der EZB. Wer hat diese Zinserhöhungen unterstützt? Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel und EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Beide von der deutschen Ampelregierung entsandt. Also wir haben hier zwei SPD-nahe Volkswirte, die diese Politik machen. Also wenn eine Partei mit dafür verantwortlich ist, dass Wohnraum in Deutschland auch auf absehbare Zeit knapp bleiben wird, dann ist das die EZB. Dann sind das Leute, also okay, Philipp Thürmer jetzt nicht direkt persönlich, dann sind das Leute wie Isabel Schnabel und Joachim Nagel. Das sollte man an der Stelle vielleicht mal sagen. Also Philipp Thürmer spricht dir die richtigen Probleme an, vergisst aber zu erwähnen, dass die SPD alles dafür getan hat, um diese Probleme zu verursachen oder noch weiter zu verschlimmern. Das ist, weil sie Angst vor der Wirtschafts- und der Klimakrise haben. Und um davon abzulenken. Ja, Wirtschaftskrise, wie gesagt, beendet den Wirtschaftskrieg gegen Russland, setzt die Schuldenbremse endlich wieder auf. Es ist ja völlig irre, dass man in der Rezession, während die privaten Konsumausgaben immer noch vor Corona-Niveau liegen, dass man da auf weitere Sparpolitik setzt. Also das ist eine mutwillige Zerstörungspolitik unserer Volkswirtschaft und die SPD trägt all das mit. Dass die CDU auf all das keine Antworten hat, weil sie nicht für einen höheren Mindestlohn ist, weil sie nicht für mehr sozialen Wohnungen... Ey, also ihr merkt es hier gerade. Also er haut einen Punkt nach dem anderen raus und an wirklich jedem dieser Punkte, an ausnahmslos jedem, ist die SPD schuld. Also ein SPD-Mitglied zählt hier ganz viele Sachen auf, die schieflaufen und an wirklich jedem einzelnen Punkt ist seine Partei schuld. Wir haben hier gerade den Mindestlohn. Wer hat verhindert, dass der Mindestlohn erhöht wird? Na, die SPD in der Mindestlohnkommission. Die Gewerkschaften haben eine Erhöhung auf 14 Euro gefordert. Was hat die SPD gesagt? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Mindestlohn erhöht wird. Der Mindestlohn bleibt schön da, wo die Arbeitgeber ihn haben wollen. Nämlich, der wird nur auf 12,41 Euro erhöht. Das war die Position der SPD. Also Philipp Thürmer hat hier gerade zig Probleme aufgezählt, die unser Land hat. Und alle wurden von der SPD maßgeblich mit verursacht. Ist, weil sie immer noch an dieser ja, vermaledeiten Schuldenbremse festhalten und damit verhindern, die dass... Die SPD hält an der Schuldenbremse fest. Also die SPD ist gerade in der Bundesregierung. Die SPD hat entschieden, dass wir ja im nächsten, also in den nächsten Haushalten an die Schuldenbremse halten werden, eine staatliche Investition zusammengekommen. Das hat die SPD entschieden. Es ist unfassbar. Gut, dass ich hier zurückgespult hatte und wir uns das doch nochmal angesehen haben. Das ist ja wirklich... reinste Realsatire. Also Philipp Thürmer kritisiert alle Probleme, die unser Land hat und die allesamt von seiner Partei verursacht wurden. Also wenn die SPD damit auf ein zweistelliges Ergebnis bei der nächsten Bundestagswahl kommen sollte, dann kann ich den deutschen Wählern auch nicht mehr helfen. Ordentlich investieren, damit unsere Wirtschaft wieder vorankommt und unsere Industrie gerettet wird. Na, um von alledem abzulenken, führen sie diese rechten Kulturkämpfe um die Leitkultur, die ins Nichts führen. Und damit spalten sie die Gesellschaft mehr, als dass sie sie zusammenführen, obwohl ich finde, dass das eigentlich ihr Job wäre, auch als Volkspartei. Also, Herr Vogt, Sie sind jetzt einmal Vogt und dann Frau Wagenknecht. Herr Vogt, ich will es mal konkret machen, damit wir reden jetzt über diesen Begriff. Herr Alexander hat das ja kulturhistorisch auch nochmal hergeleitet, aber ich will es vielleicht mal konkret machen. Damit ich auch verstehe, was mit Leitkultur eigentlich gemeint ist. Oh Gott. Mario Mettbrötchen Vogt hatte seine Chance im TV-Duell gegen Höcke. Er hat verloren. Eine Gesellschaft. Also, wir hatten ja damals darauf reagiert, auf sein TV-Duell gegen Höcke. Der Typ hat sich sowas von blamiert. Der Typ ist eine Gefahr für unser Land. Er unterstützt die aggressive Kriegspolitik gegen. Er unterstützt die deutsche Haltung im Nahostkonflikt. Dass weiterhin so eine katastrophale neoliberale Wirtschaftspolitik samt Verweigerung zusätzliche Staatsschulden in einer Krise zu machen, dass das alles fortgesetzt wird. Für all das setzt sich Mario Vogt ein. Diese mutwillige Zerstörungspolitik unserer Wirtschaft will Vogt ohne Wenn und Aber durchsetzen und teilweise sogar noch radikalisieren. Also das ist wirklich, ja. Also wie gesagt, der Typ hatte seine Chance und jetzt will er uns hier einen von Leitkultur vorfaseln. Es ist unfassbar. Also das ist übrigens Mario Vogt, der hat letztens Social-Media-Lizenzen gefordert. Also das muss diese Meinungsfreiheit sein, die er so beschützen will. Also
Oder Meinungsfreiheit ist dann einfach kein Teil unserer Leitkultur. Steht vielleicht im Grundgesetz, aber ja. Es ist jetzt wirklich kein Scherz mit den Social-Media-Lizenzen, falls mir das einige im Chat nicht glauben. Das hat der Mann wirklich gefordert. Also, dass der Staat prüfen soll, ob wir wirklich ja beispielsweise einen Twitter-Account oder einen YouTube-Account haben dürfen oder nicht. Ich glaube, ich weiß schon, wie das für mich ausgehen würde. Zusammenhalten, also fast wortgleich. Und deswegen auch an Sie die Frage, welche Bräuche und Traditionen halten denn die deutsche Gesellschaft für Sie zusammen? Eine Gesellschaft wird von gemeinsamen Werten konstituiert. Und natürlich gibt es unterschiedliche Lebensweisen. Und das Problem ist ja, dass die Kulturkämpfe eben von zwei Seiten geführt werden. Also von einem ziemlich arroganten, eher privilegierten, auch grünen Milieu, großstädtisch geprägt, die ihre Lebensweise zur einzig progressiven erklären und wo man sich dann schon rechtfertigen muss oder wo auch Menschen sich herabgesetzt fühlen, weil sie ein Verbrennerauto fahren, weil sie Fleisch essen, welche Sprache sie... War die Frage, Frau ja, und ich finde, wir müssen das Gemeinsame wiederfinden. Also ich finde, wer als Veganer leben möchte, wer in der Großstadt lebt, wer seine Wege mit dem Fahrrad macht, das ist doch okay, das ist doch seine Lebensweise. Aber der hat keinen Anlass und auch kein Recht, herabzusehen auf Leute, die eben anders leben und auch in der Kleinstadt anders leben müssen. Und die zum Beispiel ihr Schnitzel auch deshalb bei Aldi kaufen, weil sie sich den Bioladen gar nicht leisten können. Ich möchte aber auch gern zu der Frage von Leitkultur noch etwas sagen. Weil das ist eben, dass wir wieder zu einem Zusammenhalt in der Gesamtgesellschaft trotz dieser Unterschiedlichkeit finden müssen. Und das hat natürlich schon auch einen wesentlichen sozialen Aspekt. Und den klammert die CDU fleißig aus. Weil die Frage ist ja, was ist die Leitkultur einer Gesellschaft, wo die mächtigsten Akteure vor allem von dem Streben angetrieben sind, aus Geld mehr Geld zu machen? Und wo die Politik der letzten Jahre, das galt für die CDU, das galt auch für die SPD, in erster Linie in der deutschen Politik, Frau Wagenknecht. Geht ja, das aber für Sie? Ich meine, wir haben leider Gottes in Deutschland bisher wenig Macht gehabt, um das zu verändern. Wir haben eine Politik, die immer stärker die Gesellschaft ökonomisiert hat, kommerzialisiert hat, die immer mehr Bereiche, Gesundheit, Pflege, Wohnen, dem Renditestreben ausgeliefert hat. Dadurch ist die... Sehr gute Punkte. Sehr gute Punkte in diesem Kulturkampf. Die Kultur, die ist zu einem Großteil durch die ökonomischen Zwänge, die wir in unserem System haben, geprägt. Und wenn man immer mehr Marktprinzipien unterwirft, also man denke an die Privatisierung unseres Gesundheitssystems oder man denke daran, dass die FDP, also SPD und Grüne machen da ja auch mit jetzt mit der Aktienrente Teil unseres Rentensystems an die Börse bringen will. Also was für Fragen wird das haben? Werden junge Rentner dann in Zukunft zitternd auf den Kurs des MSCI World schauen müssen, wenn sie sich fragen, wie hoch irgendwann ihre Rente sein wird? Also sind das wirklich die Aussichten, die wir haben wollen? Also das sollten wir uns wirklich mal überlegen. Diese Gesellschaft immer stärker eben auch von diesem Aspekt, ich mache aus Geld mehr Geld, geprägt worden. Und natürlich dann zu sagen, ja, wir haben keine gemeinsamen Werte mehr, dann brauchen wir eine Politik, die überhaupt das Gemeinwohl mal wieder nach oben holt, die überhaupt bestimmte Bereiche aus dem Kommerz rausnimmt, die sagt, dass Krankenhäuser eben nicht dazu da sind, Gewinn zu machen, Pflegeheime nicht dazu da sind, dass der Wohnungsmarkt raus muss, dass dort nicht Immobilienhaie dominieren, Spekulanten dominieren. Das wäre eine Politik, die echte Werte in unserer Gesellschaft wiederherstellen könnte. Ist das da das Publikum so klatscht? Also sonst ist das ja immer ziemlich Anti-Wagenknecht eingestellt in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Aber wirklich viele richtige Punkte angesprochen und ich glaube, so kann man was Produktives aus diesem Kulturkampf rausholen. Den Fokus aufs Ökonomische lenken. Die Ökonomie hat einen unglaublich großen Einfluss auf die Kultur. Und in einer Gesellschaft, wo es immer nur darum geht, mehr Geld zu machen und wo ja dabei 99% der Bevölkerung letztlich hinten runterfallen, ja, da hat das eben auch negative Einflüsse auf uns alle. Also das sollte man viel mehr herausstellen. Das sage ich auch immer wieder. Das BSW sollte sich vor allem auf Wirtschaftspolitik konzentrieren. Ich finde, da hat Frau Wagenknecht einen ganz zentralen, und das ist wirklich der wunde Punkt, das ist, worum es geht. Man muss von einer Leitkultur überzeugen. Man kann sie niemandem verordnen. Man kann das Grundgesetz verordnen. Ja, wir haben keine Gesinnungsordnung, wir haben eine Rechtsordnung. Von einer Kultur muss man überzeugen. Und auch dieses Liebe zum Heimatland, wie Sie es ausgedrückt haben. Wie sollen denn Menschen sich mit ihrem Heimatland identifizieren? Wie sollen sie es lieben können, wenn sie das Gefühl haben, dass die Werte, die wir einen Monstrans, die wir vor uns hertragen, ja, Menschenrechte, Menschenwürde, Gleichheit, wenn diese Werte am Ende nicht gelebt werden. Und das ist ein Problem, was Deutschland international gerade hat. Das ist nicht nur, dass die Migranten draufschauen, dass die Muslime draufschauen. Wir haben das Gefühl, dass letztendlich man vorgibt,
Menschenrechte und Menschenwürde zu achten. Aber im Kleinen wie im Großen, im Nationalen wie im Internationalen erleben wir, dass letztendlich Kriegsverbrechen wegdiskutiert werden, dass wir das humanitäre Völkerrecht brechen. Wir unterstützen militärisch, finanziell einen Konflikt. Ich will aber Konflikt. Beim Thema Leitkultur bleiben. Gott, sagen Sie bloß nichts über den Nahostkonflikt. Sie dürfen hier die liberalen Muslime geben und sich darüber klagen, wie das sind. Aber Sie dürfen bloß nichts über den Nahostkonflikt sagen. Also das gegen Deutschland gerade ein Verfahren wegen Beihilfe zum Völkermord läuft. Bloß nicht erwähnen, bloß nicht erwähnen, bloß nicht erwähnen. Das ist auch dieser Louis Klamroth, der ist ein größerer Propaganda-Clown, konnte man sich hier nicht holen. Also der ist ja, hat sich ja schon in seinen ersten Sendungen, wo er Sarah Wagenknecht auf übelste Art und Weise versucht hat zu diffamieren, da hat er sich ja schon blamiert. Also ich weiß nicht, ob er euch daran noch erinnert. Jetzt hat er sich angewöhnt, die Gäste frühestmöglich abzuwürgen, sollten sie irgendwas sagen, was zu sehr gegen den Strich gehen könnte. Das ist nämlich das Thema, wo Cola Hübsch nicht auf Linie ist. Und deswegen wird sie da ganz schnell ausgebremst, bevor sie irgendwas Gefährliches sagt. Zusammen, das bleibt zusammen. Wir können von einer Kultur nur dann glaubwürdig überzeugen, wenn wir diese Kultur auch glaubwürdig vorleben. Als ist, Regierung, als der als Punkt ist rübergekommen und deswegen will ich jetzt nochmal... Nein, man kann nicht im deutschen Fernsehen sagen, unsere Leitkultur, da, die verraten wir, weil wir Israel unterstützen. Ja. Das wollten Sie sagen. Israel gehört ja zu unserer Leitkultur, laut CDU. Das ist nein. Also Cola Hübsch hat nicht gesagt, weil wir grundsätzlich irgendwie Israel unterstützen, sondern weil wir die israelischen Verbrechen unterstützen. Und Israel begeht im Gazastreifen schwerstwiegende Verbrechen gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Das kann man nicht anders sagen. Das ist aber überhaupt nicht der Punkt. So über 30.000 Tote, die meisten davon Frauen und Kinder. Also... Also das sind mehr als dreimal so viele Zivilisten wie Russland in über zwei Jahren Ukraine-Krieg insgesamt gestorben sind, auf beiden Seiten. Also das ist ein einziges Massaker, was Israel da veranstaltet. Der Punkt ist, dass wir es mit einer israelischen Regierung zu tun haben, die in Teilen rechtsradikale Minister haben, die in Teilen davon offen sprechen, dass wir, die haben Vertreibungsfantasien. Und wir sind zu Hunderttausenden hier auf die Straße gegangen in Deutschland, haben gegen eine AfD protestiert, die in Teilen rechtsradikal ist und offen von Vertreibungsfantasien spricht. Und dann sind wir nicht in der Lage, als Regierung zumindest Waffen zurückzuhalten und zumindest zu fordern, dass es irgendeine Form von Sanktionen geben muss. Ich will keine Debatte über den Israel-Gaza-Konflikt. Doch, das würde sehr gut zu der Leitkultur passen. Unterstützen wir Krieg oder unterstützen wir nicht? Wie friedlich wollen wir als Gesellschaft sein? Andere Staaten, die haben gesagt, wir sind neutral, wir halten uns aus den Konflikten dieser Welt raus. Wenn Deutschland diese Haltung hätte, dann könnten wir sagen, okay, das sind Konflikte anderer Länder, was geht uns das an? Aber wenn wir da Waffen hinliefern, wenn wir da Geld hinschicken, dann geht uns das was an. Da müssen wir darüber auch diskutieren und da müssen wir auch über die kulturellen Implikationen sprechen. Wenn nämlich die Meinungsfreiheit drastisch eingeschränkt wird, wenn pro-palästinensische Demonstrationen verboten werden, wenn bestimmte Leute hier nicht einreisen dürfen oder sogar Betätigungsverbote erhalten, dann geht das ganz tief ins Gefüge unserer demokratischen Gesellschaft hinein. Also wenn der demokratische Diskurs so rabiat durch staatliche Repression eingeschränkt wird und, wie gesagt, große Teile der Bevölkerung eingeschüchtert werden, ihre Meinung frei zu sagen, dann ist das ein Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen. Das ist völlig in Ordnung, aber es fängt eben alles Alexander miteinander hat ja zusammen. Dankenswerterweise schon widersprochen. Also ich will die Diskussion jetzt zurück zur Leitkultur bringen und deswegen frage ich Sie. Sind so viele Muslime gerade enttäuscht und nicht nur. Also dazu machen wir jetzt aber keine Sendung, Frau Hübsch. Das ist okay. An einem anderen Tag gerne machen wir eine Sendung dazu, nicht heute. So, jetzt Herr Vogt. Stimmt, Sturmhaube nennt gerade noch ein gutes Beispiel, natürlich auch Martin Sellner. Also ihr merkt auch, es trifft hier Linke wie Rechte. Also Giannis Varoufakis steht ja ganz auf der linken Seite und Martin Sellner ganz auf der rechten Seite. Also wie gesagt, das geht tief ins demokratische Gefüge der Bundesrepublik. Also hier werden Repressionsmaßnahmen ausgeprägt, die es vorher nur bei Terrororganisationen oder überhaupt nicht gab. Also ein Betätigungsverbot, was gegen Varoufakis ausgesprochen wurde, gab es vorher nur gegen den Islamischen Staat. Also ihr müsst euch mal ausdenken, auf welchem Niveau an Repressionen sich das bewegt. Wer bestimmt eigentlich, was zur Leitkultur gehört? Das ist eine gemeinsame... Alter, Mettbrötchen wahrscheinlich. Natürlich so, auch noch. Entschuldigt, dass ich Vogt hier immer überspringe, aber wenn ihr meine Meinung zu Vogt hören wollt, dann schaut euch meine Reaktion auf sein TV-Duell gegen Höcke an. Also der Mann ist wirklich so furchtbar, da
Den will ich mir nicht mehr ansehen und ich will mir von dem erst recht nichts über Leitkultur erzählen lassen. Also meine Leitkultur ist definitiv eine andere als die Leute wie Mario Vogt haben. Mal präsentieren und zeigen. Beide Studien, die jetzt gerade angesprochen wurden. Herr Alexander, diese Abgrenzungsdebatte, die auch mit einer Leitkultur einhergeht, einer Definitionsfrage bei einer Leitkultur, ist das auch ein Versuch? Eine spezifische deutsche Kultur. Die entwickelt man gemeinsam im Diskurs. Das, was man vorgibt, das nennen wir das. Ländern in diesem Jahr haben. Und da ist, sagt die CDU, eine Brandmauer bei der Zusammenarbeit mit der AfD. Dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, Herr Vogt, den es mit der AfD gibt, wie fest steht diese Brandmauer? Also es wird keine Koalition in Zusammenarbeit mit der AfD geben. Glasklar geht's nicht. Das heißt, Sie schließen auch aus, das habe ich Markus Söder ja vorhin im Interview auch gefragt, sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Na klar. Glauben Sie ihm das, Herr Thürmer? Also ich wünschte, ich könnte es ihm glauben. Denn wenn man sich umschaut in Europa, überall dort, wo rechtsradikale Kräfte an die Macht gekommen sind, dann war das, weil die Konservativen umgefallen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Konservativen eine klare Brandmauer haben. Aber gerade in Thüringen habe ich da begründete Zweifel. Ich habe mir hier sogar eine Liste mitgenommen. Oh. Da stehen lauter Beispiele dafür drauf, wo die CDU in den letzten Jahren mit der AfD im Landtag kooperiert hat. Und in den Was kein Verbrechen ist, das wird BSW in Zukunft auch machen. Also wenn die AfD einen Antrag stellt, keine Ahnung, wir sind gegen das Erwürgen von Katzenbabys. CDU nach Brandmauerlogik, da stimmen nein, dagegen stimmen und sagen nein, wir sind für das Erwürgen von Katzenbabys. Um jetzt mal wirklich ein ziemlich absurdes Beispiel zu nehmen, um es euch zu verdeutlichen, wie absurd dieser Gedanke einer Brandmauer ist. Man kann doch nicht gegen gute Vorschläge, nur weil sie aus der AfD kommen, stimmen, weil man die AfD nicht mag. Also was ist das für ein Verständnis von Politik? Also, dass Politik einen gewissen Tribalismus innehat, das gehört zum Wesen der Politik. Das ist jetzt nichts, was erst seit heute der Fall ist. Aber wenn man diesen Tribalismus einseitig gegen eine Partei wendet, unter welcher ideologischen Verbrämung auch immer, im Sinne von, ach, die sind alle rechtsradikal oder so ein Unsinn, ja, was passiert dann mit den anderen Parteien? Diese anderen Parteien, die kuscheln sich immer enger aneinander, je stärker die AfD wird. Wir haben dann einen Altparteienblock und eine AfD. Das heißt, damit stärkt man erstmal langfristig die AfD. Und zum anderen schmiegen sich die anderen Parteien so eng aneinander, dass sie sich inhaltlich irgendwann gar nicht mehr unterscheiden. Dann haben wir, wie im Osten Deutschlands, das häufigeren schon geschehen, Koalitionen aus CDU, SPD und Grünen. Und so eine Koalition droht uns auch auf Bundesebene. Und dann dürfen diese Parteien ihre ganzen Vorstellungen zusammenfügen und wir bekommen wirklich so einen geeinten Altparteienblock gegen die AfD. Und das kann doch nicht die Zukunft sein. Deswegen hat das BSW hier eine ganz klare Haltung. Man wird bei guten Vorschlägen der AfD zustimmen. Wenn die AfD beispielsweise sagt, wir sind für den Parlamentsvorbehalt bei Waffenexporten, dann sagt das BSW natürlich, okay, da sind wir auch dafür, da stimmen wir zu. Oder da enthalten wir uns und machen dann einen alternativen Vorschlag. Aber dieses alles ablehnen, was von der AfD kommt, das ist einfach ein dummes Konzept. Und das fordert Thürmer hier. Kommunen geht es genau so weiter. Und ich wünschte, es wäre anders, weil es wäre so wichtig, dass ihre Brandmauer steht. Aber leider muss man sagen, an jeden aufrechten Demokrat und Demokratin in Thüringen, wenn sie die Demokratie schützen wollen und verhindern wollen, dass dieser Nazi Höcke was zu sagen hat, dann steht die Brandmauer. Wer gerade Nazi gesagt? Oh Gott. Vor der CDU leider nicht mehr und dann kann man nur herzlich jede andere demokratische Partei empfehlen. Höcke diskutiert, nicht Sie als SPD. Das ist alles ein Witz und ich sage Ihnen jetzt eines, ich könnte Ihnen jedes einzelne Beispiel nennen. In Thüringen hat in der Kreisstadt die SPD-Fraktion zusammen mit der AfD für die Ablösung eines Bürgermeisters gesorgt. Das ist SPD-Politik. Wollen wir auf dieses Karo hinunter? Ich finde ehrlicherweise, das, worum es geht, ist, dass sich Demokraten nicht vorhalten sollten, für diesen demokratischen Staat einzustehen. Inklusive Leitkultur, inklusive der Frage. Ich würde doch sehr in Zweifel ziehen, dass SPD und CDU von Demokraten geführt werden. Also ich würde Nancy Faeser nicht als Demokratin bezeichnen. Also das neue Beamtenrecht, was sie gerade durchgesetzt hat, läuft auf eine Abschaffung der Unschuldsvermutung hinaus. Das ist jetzt nichts, was ich als demokratisch oder rechtsstaatlich oder sonst irgendwas irgendwie liberal bewerten würde. Dass dieses Land
tatsächlich demokratisch geführt werden muss. Und jemand, der rechtsextrem ist wie Höcke, der muss tatsächlich in der Sache gestellt werden. Ich habe das gemacht. Da gab es auch Kritik von Ihnen. Wissen Sie, Sie haben Leuten empfohlen, lieber Germany's Next Topmodel zu gucken, statt über Demokratie zu reden. Und deswegen sage ich Ihnen eins, da braucht es hier keine Lehrstunde darüber, sondern es braucht eines, Klarheit in der Sache, Härte im Argument und vor allen Dingen eines. Ja, man müsste Höcke inhaltlich stellen, aber... Höcke hat eher Vogt inhaltlich gestellt und nicht Vogt Höcke. Das kann man dem, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Menschen zu überzeugen, nah dran zu sein und nicht eine Wissen Partei, Sie, die halb so stark ist wie wir. Wissen Sie was, Herr Vogt, was für mich Werte wären, dass ich mich nicht am Jahrestag der Befreiung von Buchenwald mit einem Nazi bei Primetime ins Fernsehen setze und ihn damit aufwerte. Das wäre für mich Wert. Was, Inissa Armanis klatschen hier drüben. Also wie... Sag mir, dass du voll auf Regierungskurs bist, ohne mir zu sagen, dass du voll auf Regierungskurs bist. Werte, die ich mir wünschen würde, dass auch die CDU sie verkörpert. Und bei Ihnen hat die Zusammenarbeit mit der AfD in Thüringen leider System. Der Punkt, Herr Thümmer, naja, ist, der Punkt, Herr Thümmer ist verstanden. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Ja, Frau Wagenknecht, ich habe auch nicht nur eine Frage an Sie, denn auch das Bündnis Sarah Wagenknecht könnte ja durchaus eine wichtige Rolle spielen, auch in Thüringen nach der Wahl. Ist es für Ihre Partei vorstellbar, einen Ministerpräsidenten Mario Vogt zum Beispiel zu wählen, um einen Ministerpräsidenten Höcke zu verhindern? Nein. Nein, 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 Hilfe, nein. Also das BSW sollte sich aus der Regierungsbildung raushalten. Also es sollte die Position offensiv vertreten und dann werden sowohl AfD als auch CDU sagen, nein, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Deren Forderungen gehen uns zu weit. Wir sind neoliberal, wir wollen beispielsweise kein großes Investitionsprogramm in die Infrastruktur. Also das werden CDU und AfD ziemlich deutlich sagen, wenn es zu Sondierungsgesprächen kommen sollte. Und dann wäre diese Debatte auch sehr schnell vom Tisch. Und das, finde ich, könnte man vor der Wahl jetzt auch schon so klar kommunizieren. Es wird nicht zu einer Zusammenarbeit mit der CDU kommen. Also man kann in einzelnen Abstimmungen zusammenarbeiten, aber man wird nicht koalieren. Und dafür sind die inhaltlichen Differenzen einfach zu gut. Also ich finde, das ist eine völlig falsche Fragestellung. Ja, aber wir treten trotzdem an in Thüringen, weil wir etwas verändern wollen. Und natürlich werden alle Parteien Sie finden die Frage versuchen, doof, ich würde trotzdem gerne... Ja, ja, das ist auch eine gute Antwort. Einfach. Ja, also das habe ich ja gerade im Grunde genommen auch gesagt, das BSW sollte seine Inhalte vertreten. Und wenn die CDU verhandelt, dann wird sich zeigen, nein, das, was die CDU will, das geht so weit an dem vorbei, dass, was das BSW will, dass eine Koalition de facto ausgeschlossen ist. Also darauf wird es dann am Ende hinauslaufen. Also Wagenknechts Argumentation hier. Eine Antwort drauf haben. Weil ich finde es einfach fatal. Ich habe das auch hier in diesem Disput wieder. Wie alle Probleme werden darauf fokussiert, dass die AfD zum Referenzpunkt wird. Alles redet darüber, Brandmauer AfD, darf man mit der AfD reden, darf man nicht mit ihr reden. Genau diese Art der Debatte hat die AfD immer stärker gemacht und natürlich die desolate Politik der Ampel, wo ihre Partei nun mal den Kanzler stellt. Also Sie haben mit vielem Recht, was Sie hier sagen, aber Sie vertreten hier immerhin eine Partei, die doch das Ganze mit angerichtet hat, weil die AfD hat sich verdoppelt in den letzten 2 Jahren. Und dafür trägt die Ampel nun mal die Hauptverantwortung. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es richtig, also um das auch mal, ich finde es richtig, mit der AfD zu debattieren und sie sachlich zu stellen. Was ich bedauere ist, dass, und das war aber in der Logik von Herrn Vogt natürlich eingepreist, dass er die AfD bei den eigentlich entscheidenden Fragen überhaupt nicht gepackt hat. Herr Höcke stellt sich dahin und sagt, oh, die armen Rentner, denen geht es immer schlechter. Schauen Sie sich doch mal an, was die AfD für Rentner im Petto hat. Nichts. Die AfD will den Sozialstaat noch mehr schleifen als die anderen Parteien. Das haben Sie aber nicht zum Thema gemacht. Wir haben letzte Woche, im Bundestag beantragt, den Mindestlohn. Jetzt wird über den Mindestlohn geredet. Völlig richtig. Ich sag's, das BSW muss über Wirtschaftspolitik reden. Völlig richtig, was Wagenknecht da gerade macht. Also gut, dass wir auf die Debatte hier reagieren. Wenn Sie nicht beantworten, ein Beispiel Frage, möchte ich nennen. Alexander, der Mindestlohn ist ein Problem in Deutschland. Ey, also es ist unfassbar. Roland redet vorhin über einen Ostkonflikt. Was macht Klamroth? Wirkt sie ab. Wagenknecht redet über einen Mindestlohn, der von SPD und Grünen vor allem von der SPD und der FDP verhindert wurde. Zuerst in der Mindestlohnkommission, dann im Bundestag. Und was macht Klamroth? Er wirkt Sarah Wagenknecht ab. Sarah Wagenknecht will über Soziales reden. Ja, er dreht sich um und redet jetzt mit dem Welttypen. Also es ist unfassbar.
Man darf, also ihr merkt es hier gerade, man darf die außenpolitische Staatsräson nicht kritisieren, man darf den Neoliberalismus nicht kritisieren, man darf die Art, wie wir Debatten führen, nicht kritisieren. Alles muss immer sich um diesen Kulturkampf drehen, um irgendwelche dämlichen Leitkulturdebatten. Da ging es ja die Hälfte der Sendung drum, wir haben das ja alles glücklicherweise übersprungen. Aber man darf ja nicht die Dinge kritisieren, die hier irgendwie falsch laufen. Ich finde es unmöglich, dass Sie mich ständig abwürgen, Herr Klamroth. Tut mir leid, das machen Sie mit keinem anderen so. Wenn Sie meine Fragen gar nicht beantworten wollen. Ja, es sind dumme Fragen, die an den eigentlichen Problemen vorbeigehen. Sie haben Ihren Job verfehlt. Raus. Also so deutlich kann man das in der Talkshow natürlich nicht sagen. Also gut, das war nicht sich wert. Was soll man da sagen? Also wenn die Fragen an den eigentlichen Problemen vorbeigehen, dann sollte man sie nicht beantworten. Das habe ich ja letztens, wer es mitbekommen hat, im ARD Mixtalk zu Gast, da habe ich das dem Moderator auch gesagt. Also als er mich gefragt hat, ob wir Bürgergeld ein bisschen höher oder niedriger machen sollen. Völlig irrelevante Frage. Wir sollten erstmal alles dafür tun, dass Bürgergeld nichts ist, was Millionen Menschen beziehen. Das sollte eine wirklich minimale Einrichtung für wirklich Extremfälle sein, die aus individuellen Gründen mal länger arbeitslos geworden sind. Das sollte keine Einrichtung sein, die Millionen Menschen versorgt. Wir sollten Vollbeschäftigung haben. Niemand sollte wirklich dazu gezwungen sein, Bürgergeld zu beantragen. Jeder sollte genug gute Arbeitsplätze angeboten bekommen, dass er auch eine Arbeit aufnehmen kann. Und so eine Situation hatten wir mal Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Aber darüber darf nicht geredet werden. Wir müssen lieber darüber reden, ob wir den Bürgergeldsatz jetzt ein paar Euro höher oder tiefer machen. Also das ist, ich sag's ja, wir führen in Deutschland die falschen Debatten und Wagenknecht zeigt das hier wunderbar auf und was macht der Moderator? Wirkt sie ab. Es ist, ja, es ist die Masche der Öffentlich-Rechtlichen. Ein Beispiel nennen, was Herr Höcker... Sturmhaube, da wurde nicht nachgeholfen. Das war tatsächlich mein Internet. Es war nur 5 Sekunden weg und ich bin gleich rausgeflogen. Das ist bei dem Programm anscheinend so. Ich gebe noch eine Chance. Meine Frage war, jetzt nicht weich werden. Schließen Sie aus, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen den einen möglichen Ministerpräsidenten Mario Vogt bei der Wahl zum Ministerpräsidenten dann unterstützt, also wählt? Ich nenne Ihnen ein Beispiel, woran das zum Beispiel, woran sich das entscheiden wird. Ich wünsche mir, dass wir in Thüringen ein Schulsystem haben, wo Kinder in der Grundschule wieder ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen. Das ist ein elementarer Grundsatz, meinetwegen von Leitkultur. Also da geht es ja auch darum, dass man deutsche Rechtschreibung und Grammatik kann. Daran machen Sie fest, ob Sie einen AfD-Ministerpräsidenten Björn Höcke verhindern wollen? Wenn wir gemeinsam dazu kommen... Ja, selbstverständlich. Ich würde da... Okay, das sage ich jetzt lieber nicht. Aber wie gesagt, selbstverständlich. Man muss inhaltliche Forderungen stellen und wenn die CDU... Und auf Bundeslandebene, da kann man definitiv auch große Investitionsprogramme in die Schulen und in andere Infrastruktur anschieben. Wenn die CDU sich dagegen stellt, wovon auszugehen ist, dann unterstützt man so einen Ministerpräsidenten eben nicht. Und ich glaube nicht, dass Mario Vogt genug Unabhängigkeit vom CDU-Partei-Establishment hat, dass er sich gegen dieses Establishment stellen würde und so ein Programm unterstützen würde. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu einer Koalition zwischen CDU und BSW kommen wird. Wie wir in Thüringen auf der einen Seite wirklich sehr viel mehr Lehrer einstellen, relativ kurzfristig, das ist dringend. Zweitens aber auch Lehrpläne verändern, sodass das wieder möglich wird, weil man muss sich darauf konzentrieren. Das hat auch was mit Lehrinhalten zu tun. Drittens vielleicht auch mal drüber reden, ob die Digitalisierung der Schulen, vor allem den Grundschulen, okay, so eine gute Idee ist. Wenn wir da ein gemeinsames Konzept hätten, wäre das ein erster Schritt von Gemeinsamkeit. Man kann das doch nur an Inhalten festmachen und nicht pauschal. Wir werden kein Mehrheitsbeschaffer von Herrn Vogt um jeden Preis sein. Das macht die AfD beim nächsten Mal doppelt so stark. Also da wären wir dumm beraten, wenn wir das täten. Also, sondern nur, wenn die Politik sich verändert. Also Frau Wagenknecht stellt schon einige Bedingungen. Herr Vogt, Sie wollen ja Thüringer Ministerpräsident werden und es wird wahnsinnig schwer bei den Mehrheiten. Ich glaube nicht, dass der Thüringer Ministerpräsident wird. Also ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass Höcke Ministerpräsident wird. Das sage ich hier ganz ehrlich. Also ihr habt es gesehen, null charismatisch, der wird im Wahlkampf null die Leute anziehen, also ja, vielleicht gibt es eine Medienkampagne, die den noch ein paar Prozent nach oben pusht, aber die Umfragen, die zeigen gerade so eindeutig Richtung Höcke, also dass diese Debatte hier schon fast ein bisschen illusorisch wirkt. Als Verhältnissen, die absehbar sind, kommt für Sie denn eine Koalition oder eine Kooperation mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht in Frage?
Also ich fand erstmal spannend, welche Punkte da aufgemacht worden sind, weil das ja schon öffentlich Forderungen von mir sind. Also insofern. Dann passt es doch, oder? Ja, aber jede Woche. Schleswig-Holstein hat gerade abgeschafft, dass man noch Rechtschreibung kontrolliert. In CDU-geführten Ländern und CSU-geführten Ländern ist deutschlandweit die Bildungspolitik Spitze. Und da möchte ich wieder hin als Thüringer. Ja, wenn die CDU so weitermacht, nicht mehr lange. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also es läuft ja in CDU-geführten Ländern nicht groß anders als in Ländern. Also das werden jetzt Sachsen und Bayern wahrscheinlich sein, die das Ganze statistisch rausreißen. Nehme ich mal ganz stark an. Aber die Frage, die Sie gestellt hatten. In Thüringen wird mittlerweile jede Woche eine neue Partei gegründet. Und es kann sein, dass wir im Parlament 4 Parteien sitzen haben, dass wir im Parlament 8 Parteien sitzen haben. Deswegen ist meine Aufgabe als CDU-Frontmann, als Parteivorsitzender, dass die CDU so stark wird, dass mit ihr die Regierung entschieden wird, dass es zu einem Politikwechsel kommt. Wie kann ein Politikwechsel für Thüringen aussehen? Ich sag's Ihnen. Ich stelle Bedingungen, wenn ich stark bin. Deswegen werbe ich bei den Leuten für die Frage, mit welchem inhaltlichen Angebot wird ein Politikwechsel stattfinden? Aber es interessiert ja, aber die Leute ja auch. Würden Sie zum Beispiel mit dem Bündnis von Sarah Wagenknecht hat in Thüringen in der Migrationspolitik zum Beispiel sinnhaftere Vorschläge gemacht als die Linken oder die Grünen. Aber ich würde es doch ganz klar sagen, es gibt noch kein einziges Programm und ich finde immer, dass es... Das Europawahlprogramm, das Vereinsprogramm vorher, also es gibt sogar schon 2 Programme, die man sich angucken könnte. Sie haben in Thüringen noch kein Programm. Sie haben einen Programmprozess laufen und den gucken wir uns sehr, sehr genau an. Aber ich finde, dass Politik in schwierigen Verhältnissen tatsächlich sich die Debatte nicht ersparen kann, was sind die inhaltlichen Forderungen, die die Bürgerinnen wollen. Und das will ich als CDU-Chef bringen. Diese Position, die loten wir hier auch gleich noch weiter aus. Wir diskutieren hier nämlich noch weiter. Wir machen jetzt was, das gab es bei Hart aber fair noch nicht. Für die Zuschauer, die gerade live zugucken, ist die Sendung gleich zu Ende. Aber wir diskutieren hier trotzdem noch weiter. Und das können Sie dann heute Abend auch schon in der Mediathek sehen. Und jetzt schalten wir mal nach Hamburg zu Jesse Wellmer und gucken, was die Tagesthemen machen. Hallo Jesse, was macht ihr heute? Hallo, ja, wir blicken nach Stuttgart, wo heute ein Prozess gegen die sogenannten Reichsbürger begonnen hat, die nichts Geringeres geplant haben sollen, als das politische System in Deutschland zu stürzen. Wie ist es denn, dass es da wirklich zu einer Art Kooperation kommt? Die Mehrheitsverhältnisse da sind komplett undurchschaubar gerade, weil so viel dynamisch ist und weil man wirklich nicht weiß, wer im Parlament ist. Aber also die Umfragen, also alle, die ich gesehen habe, sehen CDU, Linke, BSW zwischen 15% und 20% und die AfD ungefähr zwischen 30% bis 40%. Also ungefähr. Das sind mehr oder weniger die Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, meiner Meinung nach, wenn ich falsch liege, könnt ihr mich ja danach dafür kritisieren, aber mit ziemlich, ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird der nächste thüringische Ministerpräsident Björn Höcke heißen. Es ist meiner Meinung nach so gut wie ausgeschlossen, dass sich CDU, BSW und Linke einigen. Also da sind die inhaltlichen Differenzen viel, viel zu groß. Und eher wird die CDU den Mehrheitsbeschaffer der AfD spielen, als dass mit ihr relevante Veränderungen in diesem Land zustande kommen. Prinzipiell muss es doch darum gehen, Mehrheiten müssen in Deutschland aus der Mitte gebildet werden. Das ist doch damals in der Weimarer Republik schiefgegangen. Wo ist die Mitte in Thüringen? Und die Mitte ist in Thüringen erkennbar nicht mehr in der Ramelow-Koalition. Ich meine, die haben ja jetzt schon keine Mehrheit mehr und sind auf dem absteigenden Ast, sonst würde ja Frau Wagenknecht hier auch nicht sitzen. So. Und wenn man jetzt in Thüringen guckt, ist es wirklich so und deshalb ist die CDU gut beraten, nicht zu schnell auszuschließen. Und deshalb hat ja auch Friedrich Merz unter enormer Kritik innerparteilich gesagt, er hält sich die Option mit den Grünen offen. Weil es tatsächlich in der Mitte muss man koalitionsfähig bleiben, auch wenn es wehtut. Der Gegensatz ist dazu natürlich nicht nach außen. Und deshalb ist die Koalition der Mitte und die Brandmauer, das ist sozusagen 2 Seiten einer Medaille. Mhm. Ich möchte Frau Armani einmal fragen. Frau Armani, Sie sind im Iran geboren, haben aber eigentlich Ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt. Jetzt habe ich gelesen und auch vernommen von vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, also wenn ein Ministerpräsident in Thüringen wirklich Björn Höcke heißen würde, dann packe ich die Koffer und bin weg. Kennen Sie solche Gedanken? Ich hab seit 1-2 Jahren bekomme ich so viele Anrufe von Menschen, die ich verfolge, die ich großartig
finde, die Bestseller in Deutschland geschrieben haben, also Leute, deren Intellekt ich wirklich liebe, verehre. Und die rufen Inissa Amani und Neger Amiri. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Daher kenne ich die Frau. Das waren die zwei Typen, die die furchtbare Iran-Folge zum Iran moderiert haben. Also daher kenne ich die. Deswegen ist mir die schon von vornherein so unsympathisch gewesen. Ich wusste, ich kenne die irgendwoher, aber ich konnte sie nicht zuordnen. Jetzt weiß ich's. Die sind für wirklich diesen Tiefpunkt von Die Anstalt zuständig. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt. Das war mal eine gute kritische Satire-Sendung. Im ZDF betreibt, was außenpolitische Themen angeht, leider nur noch billigste Regierungspropaganda. Und für eine der schlimmsten Folgen war Inissa Amani als Moderatorin zuständig. Und oft mich ist das sprechen, oder? Sagen, das ist nicht nur. Ich möchte nicht, dass all diese Dinge, die sie nicht mögen. Das habe ich Weil nicht sie können gesagt. Gerne sagen, dass die Ampel die falsche Migrationspolitik macht, weil die jetzt abschieben wollen. Oder sie können sagen, die Forderungen der CDU finden sie falsch. Aber es ist nicht dasselbe, was die AfD fordert. Und es ist auch nicht ein Trigger. Und wenn man das vermischt, hilft das wirklich nicht. Das hilft nur den Leuten, denen sie nicht helfen wollen. Nein, aber ich habe gerade gesagt, dass die meisten Bürger da draußen, ja, dass gerade die und die große soziale Probleme haben, insgesamt große Probleme haben, wenn die dann vernehmen, wenn die eine große Titelzeile lesen, wenn die so einen triggerischen Satz hören. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja, bitte. So, total interessant ist, Sie haben ja recht, man darf diese Dinge nicht vermischen. Ja. Wir machen das nur mit dem Islam ständig. Und das merkt kein Mensch. Wir vermischen ja ständig die Ebenen, wenn es um den Islam geht. Also da haben wir den islamistischen Terror, aber das setzen wir irgendwie gleich mit einer islamischen Terminologie, die für alle Muslime, also Scharia, Kalifat, das sind unproblematische Begriffe eigentlich, aber das wird alles irgendwie zusammen. Das ist alles das Gleiche. Aber in dem Moment, wo ich sage, eine Titelseite steht, bitte abschieben, dann ist das auf einmal, warum... Aber in Bezug auf den Rechtsextremismus fordern wir es ein. Ich fordere es für alle ein. Wir können es auch. Ich fordere für alle ein, diese dummen Phrasen zu lassen. Entschuldigung, so Phrasen, die Menschen dann unreflektiert... Gesagt. Ja, ich habe es dreimal gesagt, aber ich wurde dreimal wieder falsch zitiert. Aber es gibt Sie wurden nicht falsch zitiert, sondern vielleicht anders verstanden, als anders verstanden. Es gerne gehabt also, hätten. Aber es gibt doch objektive Probleme. So. Und ich, nochmal, ich respektiere Herr Vogt, das. Ich stelle Ihnen ja eine Frage. Ach so, okay. Nur ich möchte zurückkommen nochmal zu dem, was Sie eben gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, und das hat auch Söder vorhin in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, gesagt, dass sie noch gar nicht so richtig wüssten, wie die Union zum Bündnis Sahra Wagenknecht steht, weil man ja noch gar nicht so richtig wüsste, da gibt es kein Programm in Thüringen, wofür diese Partei eigentlich steht. Und jetzt mache ich mal was, es hilft Ihnen vielleicht, um zu verstehen, wofür diese Partei eigentlich steht. Wir machen jetzt mal eine Schnellfragerunde, Frau Wagenknecht und Herr Vogt, mit der Bitte um wirklich kurze, wenn möglich Ja-Nein-Antworten. Und dann sehen wir mal, wo Sie da stehen. Frau Wagenknecht, flächendeckendes Tempolimit 130 auf Autobahn. Also Tempolimit ja, ob 130, 150 kann man noch diskutieren. Herr Vogt? Nein. Bürgergeldempfänger, wer ein Jobangebot ablehnt, soll weniger Leistung bekommen, Frau Wagenknecht. Er kommt drauf an, was. Also natürlich muss jemand, der Arbeitslosenunterstützung bezieht, zumutbare Arbeit annehmen. Das war schon immer so. Die Frage ist, was ist zumutbar? Und das hat sich mit Hartz IV verändert. Und das ist ein Problem, dass Leute die letzte untertariflich bezahlte Arbeit annehmen sollen, die weit unter ihrem Qualifikationsniveau ist. Verstanden. Darüber muss man reden, nicht über die Frage, zumutbare Arbeit annehmen, ja oder nein. Ja, ich frage es trotzdem. Ich weiß, Sie finden meine Fragen doof. Fragen sind ja auch einfach dumm. Also ich sag so ein riesigen Komplex Hartz-IV-System. Also warum das eingeführt wurde, da kann man nicht mit einer einfachen Ja-Nein-Frage sagen, die Maßnahme ist gut oder die Maßnahme ist schlecht, um das System zu analysieren. Also so verkommt Politik ja nur zu einem Nennen von Schlagworten, zu so einem Kratzen an der Oberfläche. Und das, also ja, diese Verarmung unserer politischen Debatten, die sorgen eben dafür, dass wir die Probleme nicht mehr richtig diskutieren und dementsprechend auch die richtigen Lösungsvorschläge dafür nicht mehr diskutieren können. Und dann tragen solche Moderatoren wie Luis Klamroth mit so dämlichen Fragen und mit dem Abwürgen von Gästen, die mal sehr relevante Themenbereiche aufwerfen, massivst mit zu bei. Jetzt ja, ich kann es auch differenziert erklären. Ja, aber wenn Sie sich an die Spielregeln halten, umso besser. Sollten Asylbewerber weniger Geld bekommen, Frau Wagenknecht? Na, je nachdem, ob sie anerkannt sind oder nicht. Also ich finde ein Problem, wenn abgelehnte Asylbewerber faktisch, also gerade bei 100 Euro weniger bekommen als anerkannte, da kann man sich auch das Asylverfahren sparen. Verstanden, Herr Vogt.
Also erstens, Bürgergeld für Ukrainer sollte beendet werden. Mhm. Das ist der falsche Weg. Und das Zweite ist in der Tat eine Differenzierung zwischen denjenigen, die hier bleiben können. Also ähnlich wie Frau Wagenknecht. Sollte es ein bundesweites Genderverbot an Behörden und Schulen geben, Frau Wagenknecht? Ja. Herr Vogt? Ja. Eine Gemeinsamkeit. In der unwichtigsten Frage. Ja, und da hat Herr Thürmer aufgestöhnt. Warum eigentlich, Herr Thürmer? Ja, diese Debatte um Genderverbote ist ein weiteres Beispiel, wie BSW und CDU ihre Kulturkämpfe betreiben. So. Ich gendere. Also, so eine kleine woke Elite will uns seine komische Kunstsprache aufdrücken, wo wir überall oder irgendwas anderes hinten an Worte dran klatschen sollen, was keinen grammatikalischen Regeln folgt, was völlig uneinheitlich ist. Also, ich brauche jetzt die ganzen Argumente gegen das Gender nicht wiederholen, aber es wird von 80% der Bevölkerung abgelehnt und trotzdem versuchen diese Woken-Ideologen das in Behörden, in Universitäten durchzudrücken. Dass man da als Politik sagt, nee, Schluss damit, ihr stoppt jetzt euren Kulturkampf. Also das versucht Thürmer jetzt als Kulturkampf umzuframen. Nein, das sind die Wokisten, die diesen Kulturkampf führen. Nicht die Leute, die diesen Kulturkampf kritisieren. Also das ist ja jetzt hier völlig eine Verkennung von Ursache und Wirkung. Weil ich das richtig finde. Und weil ich finde, dass alle Geschlechter in der Sprache vorkommen sollten. Alle Geschlechter, wie viele gibt's denn? Aber ich schreibe es niemandem vor. Und genau das wollen Sie ja anders machen. Ja, nee, Sie wollten doch gerade für ein Genderverbot. Sie waren doch gerade für ein Genderverbot. Also wie er sich darüber aufregt. Also er wirft andere vor, sie würden hier einen Kulturkampf führen. Oder Enissa Amani, die hat vorhin angerufen, irrelevanteste Frage. Ja, wenn es so irrelevant ist, so auf. Wieso hört ihr dann nicht auf zu gendern? Wir streichen den ganzen Unsinn und fertig, Problem gelöst. 80% der Bevölkerung lehnen das ab. Weg damit. Problem gelöst, wir debattieren nie wieder darüber. Warum macht ihr das nicht? Warum regt ihr euch so darüber auf, wenn man den ganzen Unsinn ein für alle Mal beenden will? Warum denn? Warum soll man den Leuten an den Schulen vorschreiben, wie sie zu sprechen haben? Das wird ihnen aber heute vorgeschrieben. Ich habe vor kurzem mal wieder in Berlin gezeigt, sogar, wie die Tochter bei ihrer Klassenarbeit vom Lehrer an die Seite geschrieben gekriegt hat, bitte konsequent gendern. Das heißt, den Schülern wird es vorgeschrieben, an Unis wird es teilweise vorgeschrieben, je nach Uni, das ist unterschiedlich. Da mögen sie, aber genau das möchte ich nicht. Ich finde, wer gendern möchte, der soll gendern. Jeder soll sprechen, wie er will. Jetzt weichen Sie doch nicht aus. Sie wollen es Leuten doch verbieten. Sie haben sich doch gerade beide für ein Genderverbot ausgesprochen. Und jetzt machen Sie sich hier zur Vertreterin der Freiheit. Nein, das stimmt doch einfach nicht. Es geht darum, dass an der Schule die korrekten Rechtschreib- und Grammatikregeln unserer Sprache gelehrt werden. Ja, man kann aber und wer dann anders sprechen will, der kann das machen. Das Publikum ist heute sehr viel vernünftiger als sonst. Also es ist sehr näher an meiner Meinung dran als sonst. So könnte ich es auch formulieren, um es ein bisschen neutraler zu halten. Aber ja, das Publikum ist richtig woke, transatlantisch und wirtschaftlich neoliberal. Heute haben die irgendwie ein anderes Publikum. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nein, aber ich will den substanziellen Unterschied schon deutlich machen. Es geht doch darum, jeder soll reden und schreiben, wie er möchte. Wir sind eine freiheitliche Gesellschaft, wir sind eine offene Gesellschaft. So, und das setzt natürlich aber trotzdem voraus, dass in der öffentlichen Verwaltung und auch in den Schulen, also an den Orten, die steuerfinanziert sind, wir hier keine Erziehungsdiktatur sind, wo wir den Leuten etwas vorschreiben. Erziehungsdiktatur. Sehr geehrte Damen und Herren, ist auch gendern, das sagen wir. Aber worum es geht ist, wir wollen das nach den Regeln des Rats der deutschen Sprache, deutschen Rechtschreibung, eben an den Schulen gelehrt wird. Und übrigens, Sozialdemokraten haben das mit beschlossen in Sachsen. Ist also insofern, sehen Sie doch auch, dass es da klare Maßstäbe gibt. Und ich finde das auch nicht, ich finde das jetzt nicht, finde das einfach ganz normal. Und das, was ich möchte, ist, dass meine Kinder was Vernünftiges lernen. Danach können sie es für sich selber frei entscheiden. Aber Doppelpunkt und irgendwie Klotteschlag und so weiter, das gehört nicht dazu und sollten unsere Kinder nicht lernen. So, und jetzt will ich Herrn Alexander fragen. Fragen Sie mich nicht, was der Islam zum Gender macht. Nein, das frage ich nicht.
Herr Alexander, ich will Sie fragen, um das Wort von Inisa Amani nochmal zu bemühen, nämlich Triggerwort. Warum ist dieses Genderverbot so ein Triggerwort, was auch offensichtlich Herrn Thürmer so zum Explodieren direkt bringt? Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich habe ja mal ein Buch gemacht, da war ich auf Lesereise und bei jeder Befragung danach haben die Leser immer danach gefragt, obwohl das gar nichts mit meinem Buch zu tun hat. Also die Leute hassen Gendern. Das können Sie wirklich, wenn Sie im Radio gendern oder in Zeitung, also die Leute wirklich... Also genau umgekehrt wie Herr Thürmer, die springen so wie aus der Kiste. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das? Da kann man eigentlich ja nur Sprache. Und das habe ich beim Soziologen Armin Nasseh gefunden. Und der sagt, Sprache ist etwas sehr Latentes. Latent heißt, das machen wir, ohne uns das bewusst zu machen. Man sagt ja jetzt nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, man redet einfach. Und wenn dieses Latente gestört wird, das finden die Leute ganz, ganz schrecklich. Also bei Nasseh heißt das, die Ebbe der Latenz ist die Quelle des Unbehagen. Und da im Moment sowieso so viel in der Gesellschaft verändert wird, wegen Zuwanderung, wegen Klimawandel, wegen sonst was, wollen die Leute wenigstens in der Sprache ihre Ruhe haben. Und da ich ja mit Sprache arbeite, ich kann das total verstehen. Und Herr Alexander, aber... Ich sag's ja. Also, ja... Jetzt haben wir noch mal 5 Minuten über Gendern geredet und hier kann ich Robin Alexander tatsächlich mal zustimmen. Sie hassen es und sie hassen es zu Recht. Er hat gerade noch mal eine gute Begründung genommen. Ich würde sogar noch ein politisches Argument einführen, dass Gendern führt zu einer Politisierung der Sprache. Sprache sollte nicht dazu dienen, dass wir uns politisch erkennen. Also Sprache sollte nicht unsere Zuordnung zu einem Lager zeigen, sondern Sprache sollte Mittel des Austausches und der Kommunikation sein. Und wenn man dann irgendwelche politischen Erkennungsmarker in seine Alltagskommunikation anbaut, dann vergiftet das wirklich den gesamten gesellschaftlichen Diskurs. Dann politisiert es wirklich jedes noch so banale Alltagsthema. Und das finde ich wirklich gefährlich. Aber in diesem Sinne, nochmal zum Abschluss, kurzes Fazit. Wirklich gute Debatte von Seiten Sarah Wagenknechts. Wieder furchtbarer Auftritt von Louis Klamroth, der sogar die gute Cola Hübsch das einzige Mal, als sie was wirklich Schlaues gesagt hat, abgewürgt hat. Muss man auch erstmal schaffen, also hatte ich ja vorhin schon angesprochen, also sie darf die arme, liberale, diskriminierte Muslimin geben, aber wehe, sie sagt was Kritisches im Bereich der Außenpolitik, dann ganz schnell abwürgen, am Ende sagt sie noch was ganz, ganz Schlimmes hier, also eventuell sogar was der Haltung der deutschen Bundesregierung widerspricht, da muss man natürlich ganz schnell Schluss machen, wenn Sarah Wagenknecht über die Ablehnung der SPD des Mindestlohnes spricht, muss man so sofort abwürgen, wenn Philipp Thürmer sagt, die SPD wäre für einen höheren Mindestlohn, was eine Lüge ist, die SPD hat einen höheren Mindestlohn verhindert, dann darf er einfach weiterreden und seinen Sermon weiter von sich geben, also es ist schon auffällig, wie politisch einseitig Louis Klamroth ist und ja, dass diese Talkshows allgemein ziemlich dumme Formate sind, die tiefgründige Diskussion eher verhindern, anstatt ermöglichen, das wissen wir ja nun zur Genüge. Also ja, aber deswegen ist es gut, dass Leute wie Sarah Wagenknecht hier trotzdem zu Gast sind und hier mal ein bisschen Niveau, ein bisschen tiefere inhaltliche Argumente, ein bisschen ja wichtigere Themen auch reinbringen. Ich meine, es ging ja nur um diesen bescheuerten Kulturkampf und Sarah Wagenknecht redet gleich über Wirtschaftspolitik, über Wohnungsmangel, über die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Also das sind ja alles wichtige Themen, die zur Verrohung unserer gesellschaftlichen Debatte, zur Verrohung der Kultur beitragen. Und entsprechend sehr, sehr guter Auftritt von Sarah Wagenknecht und wirklich hat sich keinen Fehler geleistet. Gute Debatte.